Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem der Aktionär TV Interview. Bei uns stehen diverse Finanzwerte nun im Fokus und auf diese wollen wir blicken, zusammen mit Andreas Deutsch. Herr Deutsch, wir starten heute mal mit der Deutschen Bank, ein Wert, den Sie öfter vor uns dabei haben. Was gibt es denn da aktuell Neues? Ja, aktuell gibt es Neues, dass sich der Kurs etwas erholt hat. Wir sehen es ja hier. Hier hatten wir das Verlaufstief bei 13,23 Euro oder sowas ungefähr. Ah ne, wir haben es ja hier, 13,05 Euro, das ist der Xetra-Kurs. Also Frankfurt ist, glaube ich, 13 Euro, etwas höher. Hier hat die Aktie fast aufgesetzt und hat jetzt wirklich hier eine schöne Gegenbewegung bis in den Bereich von 15,21 Euro. Heute sehen wir hier ein kleines Minus. Das würde ich aber nicht überbewerten, weil die Aktie in den letzten Tagen wirklich deutlich zugelegt hat, wie man das hier sieht. Gut, das muss man, da muss man schon ein bisschen genauer hinschauen, weil wir ja den Jahreschart hier haben und wir werden uns daran erinnern, die Aktie notierte auch mal über 30 Euro. Also hier diese kleine Gegenbewegung in diesem Abwärtstrend kaum zu sehen, aber das muss man ganz klar sagen, sie ist vorhanden. Der Markt hat sich erholt, die Risikoneigung ist wieder gestiegen und dann greifen Anleger natürlich auch zu den ausgebombten Werten dazu. Und dazu gehören natürlich die Bankaktien. Wir sehen auch gleich noch die Aktie der Commerzbank, das gleiche Spiel. Also wenn man die Charts so übereinander legt, dann sieht man das wirklich mustergültig. Also hier technische Gegenbewegung der Deutschen Bank. Es hat sich ja fundamental eigentlich überhaupt nichts geändert. Wir warten auf die Quartalzahlen. Und das ist eigentlich jetzt nur rein technisch gesehen, weil wir hatten ja hier wirklich einen deutlichen Abschwung, wo es Tage, Wochen lang massiv runterging, die Aktie wirklich runtergeprügelt worden und da haben sich alle gefragt, was gibt es denn Neues, was ist denn passiert bei der Deutschen Bank? Im Grunde nichts Neues und also jetzt hier die Erholung läuft. Wir schauen jetzt erstmal, wohin das laufen kann. Wir haben ja dann immer die runden Marken, die dann erstmal so in Frage kommen. Dann haben wir ja erstmal so die 16-Euro-Marke, die dann geknackt werden muss. Naja, und dann schauen wir mal, ob hier vielleicht so dieses Hoch hier bei 18,50, 19 Euro dann wieder geknackt werden kann. Aber wir wollen jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen. Wir sind ja bei der Deutschen Bank eigentlich schon zufrieden, wenn man sich das Alte nochmal anschaut, dass hier überhaupt mal wieder es nach oben geht, dass ein Boden dann offensichtlich jetzt gefunden ist und das andere muss man dann jetzt mal abwarten und kleine Brötchen backen. Dann schauen wir uns gleich mal die Commerzbank an, haben Sie gerade schon angesprochen. Ein paar Analysten haben sich auch jüngst zu Wort gemeldet, die Aktie unter die Lupe genommen. Welche Meinung vertreten denn die Analysten und welche Sie? Also wir haben eine Studie von Société Générale gehabt. Der Kollege sagt, kaufen, Kursziel 12 Euro. Er sagt, die Zeit der Kapitalerhöhung, die in der Vergangenheit die Aktie belastet haben, die dürfte nun endgültig vorbei sein. Inzwischen erfüllt die Bank seiner Meinung nach die Anforderungen bei der Kernkapitalquote und das Institut dürfte die Herausforderungen im Bankensektor in den kommenden Jahren besser meistern als viele seiner deutschen Konkurrenten. Das ist natürlich ein Wort. Also 12 Euro, wir haben im Moment 8,29 Euro. Dann haben wir hier, reden wir hier von Kursen in diesem Bereich, also eine deutliche Kurssteigerung, also eine krasse Outperformance gegenüber dem Markt. Schauen wir mal, ob es so weit kommt. Wir haben jetzt erstmal so die kurzfristigen Marken, haben wir hier die 8,50 Euro, das ist also eine ziemlich wichtige Marke, meiner Meinung nach. Und dann reden wir natürlich hier auch von diesen geraden Marken, 9 Euro, das ist dann so der Widerstand, der erstmal der nach der 8,50 Euro Marke dann in Frage kommt. Aber bleiben wir erstmal hier bei der 8,50 Euro, die muss geknackt werden und dann schauen wir mal weiter. Unterdessen blicken wir auf die Arealbank. Wie ist denn hier der Status quo? Ja, Arealbank. Sehr gutes Unternehmen und sehr guter Chart. Wir haben hier die 200-Tage-Linie und was sehen wir? Das ist ein Kaufsignal. Also jetzt kommt es nur darauf an, dass es auch nachhaltig ist, dass die Aktie drüber geht, aber gestern, also da ist ja der ganze Banksektor mit Schwung dann nach oben gelaufen und wir sehen es auch hier bei der Arealbank. Hier, die Marke ist dann überwunden worden, richtig mit Schmackes, wie man in Köln sagt. Ja, was soll ich sagen, also fundamental hat sich bei der Arealbank auch nicht so viel verändert. Wir haben ja hier einen sehr konservativen Vorstand, der hat ja auch so ein bisschen gesagt, ja, müssen wir mal schauen, wie das Jahr wird. Aber das ist jetzt auch nichts Neues bei der Arealbank, dass der Vorstand dann erstmal so den Ball flach hält. Aber in den letzten Jahren war es so, dass das Unternehmen dann doch positiv überrascht hat.
Und natürlich auch bei den Banken noch sehr am besten klarkommt mit den niedrigen Zinsen, weil wir haben ja einen Boom bei Immobilien im Bausektor, bei Gewerbeimmobilien. Da wird sehr viel gebaut, weil das Geld, das Mario Draghi, der EZB-Chef, ja in den Markt gepumpt hat, das muss ja irgendwo hin. Und wenn die Zinsen so niedrig sind, die Bauzinsen, dann wird natürlich massiv dann auch in Immobilien, in Gewerbeimmobilien investiert. Und einer muss es finanzieren und der eine ist dann die Arealbank. Also nicht das einzige Unternehmen, aber es ist auf jeden Fall ein großer Player in diesem Bereich, hat sich spezialisiert darauf, die Arealbank. Und wenn man den langfristigen Chart sieht, dann sieht man wirklich einen steilen Aufwärtstrend. Und ich denke mal, da werden wir, wenn sich der Markt dann wirklich nachhaltig beruhigt hat, dann werden wir dann auch hier Kurse jenseits der 40-Euro-Marke dann auch wieder sehen. Unterdessen blicken wir noch auf die Allianz. Welche Argumente sprechen denn für ein Investment in die Allianz? Ja, also meiner Meinung nach, außer der Charttechnik, die ja jetzt wieder deutlich besser aussieht, hier die Dividende. Wir haben hier eine Dividendenrendite von 5%. Und ich habe ihn eben schon angesprochen, Mario Draghi, den EZB-Chef, der die Zinsen, ja, um den Euro zu retten, auf quasi 0% gesenkt hat. Die Zeit hat gestern sogar mit dem Thema aufgemacht. Auf der ersten Seite stand das Welt ohne Zinsen. Das ist jetzt offensichtlich dann auch bei den Medien angekommen, die das Thema Wirtschaft, Geldanlage so ein bisschen außen vor lassen. Aber da stand es auf Seite 1. Und na, das Problem ist einfach da. Also die Leute bekommen für ihr Vermögen, für ihre Ersparnisse, wenn sie es auf dem Sparbuch lassen oder auf dem Tagesgeldkonto, fast nichts. Und will man das? Will man wirklich sehen, wie sein Geld sich noch nicht mal mehr vermehrt? Wenn man dann sogar ein bisschen Inflation dazurechnet, dann wird es sogar weniger wert. Also das ist ja ein Zustand, der eigentlich nicht tragbar ist. Schaut man sich also um, muss man sich umschauen. Und da sind natürlich Werte wie die Allianz, die ja ein Traditionsunternehmen ist, ein starkes Geschäftsmodell, starke Position im Markt, die sind natürlich dann ganz klar im Fokus oder sollten ganz klar im Fokus sein, weil 5,2% Dividendenrendite, das ist ein Wort. Und es gibt ja auch Studien oder es gibt auch Charts, Vergleichscharts, die ganz klar belegen, dass sich Aktien von Unternehmen, die regelmäßig eine Dividende ausschütten, dass die sich deutlich besser entwickeln als der Gesamtmarkt. Ich habe es mal übereinandergelegt, der Dividendenaristokratenindex vom S&P 500 gegen den S&P 500 die letzten 25 Jahre. Der Dividendenindex hat sich um 1800% verbessert und der normale S&P 500 in der Zeit um knapp 980%. Und das ist einfach klar. Charttechnisch, wie gesagt, sieht es gut aus. Wir haben hier die 200-Tage-Linie im Fokus und wenn sie geknackt wird, dann ist das auch für Trader Einkauf. Als nächstes wollen wir auf einen Wert blicken, auf den wir noch nicht so oft oder vielleicht auch noch gar nicht geblickt haben, Square. Warum haben Sie diese Aktie mitgebracht? Warum ist sie interessant? Ja, Sie wissen ja, ich bin ein großer Freund von dieser ganzen Mobile-Payment-Geschichte. Also Square ist ein Spezialist von E-Karten-Reader, also Bankkarten-Reader. Das ist vor allem interessant gewesen zunächst für kleinere Händler, die jetzt nicht sehr viel Geld in hochwertige Kassen investieren wollen oder für mobile Händler, zum Beispiel auf Musikfestivals, wo man dann natürlich auch das Geld abrechnen muss. Da gibt es diese kleinen Kisten von Square, das sind, die kann man dann ans iPhone oder ans iPad anschließen. Und dann kann man die Transaktion abrechnen und verbuchen. Und da ist Square Pionier. Das ist eine Firma von Jack Dorsey gegründet, vom Twitter-Gründer. Und naja, sie ist mit etwas Problemen an die Börse gekommen, aber mittlerweile läuft es, wie man hier sieht. Also wir haben hier den Euro-Chart, der Dollar-Chart sieht eigentlich noch besser aus. Ganz klar hier im Aufwärtstrend die Square-Aktie. Das liegt natürlich auch daran, weil das Unternehmen jetzt neben Offline auch auf Online-Commerce geht und auch größere Kunden anspricht. Also hier eine schöne Wachstumsstory. Ist ein Ticken teuer, also macht noch keinen Gewinn, aber da kann das Unternehmen auf jeden Fall reinwachsen. Also für mich eine sehr interessante Aktie. Bleiben wir noch ein bisschen beim Thema Mobile Payment. Schauen wir auf Mastercard. Zuletzt haben Sie ja immer nur lobende Worte für Mastercard gefunden. Ich nehme an, es bleibt dabei. Ja, absolut. Also ich meine, wir haben natürlich hier auch im Euroraum ein Kaufsignal, hier die GD200 durchbrochen. Also ich kann,
Sie haben es ja schon gesagt, ich muss mich ja nicht ständig wiederholen, wenn ich über Mastercard spreche. Also ich finde bei Mastercard sehr interessant, sehr schön, dass der Vorstand hier die Zeichen der Zeit erkannt hat und diese Mobile Payment Geschichte voll mitspielt. Also es geht halt jetzt nicht mehr primär um die Kreditkarten oder um die Geldkarten, um die EC-Karten bei Mastercard, sondern es geht auch darum, dass man mit dem Handy bezahlt. Das ist ja jetzt auch schon länger bekannt. Dann gibt es mehrere Kooperationen bei Mastercard, wo man sich darauf konzentriert, dass der Kunde mit der Uhr bezahlen kann, also mit der Smartwatch, mit einem Fitness-Tracker, vielleicht sogar mit einem Chip in einem T-Shirt oder in einem Hemd. Also dass man jetzt wegkommt davon, dass man sagt, okay, ich lasse jetzt einfach mal die Geldbörse zu Hause. Ich habe ja sowieso irgendwas am Körper und dann halte ich halt das Fitnessband an die Kasse, an die NFC-Verbindung und dann ist die Transaktion dann verbucht. Das geht schneller. Und darauf stellt sich Mastercard sehr gut ein, meiner Meinung nach. Und deswegen wird dieses Unternehmen noch weiter stark wachsen. Und die Aktie ist trotz des hohen KGV oder relativ hohen KGVs für mich nach wie vor ein ganz klarer Kauf. Sagt Andreas Deutsch. Besten Dank für Ihre Einschätzungen. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, das war es mit diesem Der Aktionär TV Interview. Gerne können Sie sich alle Interviews auf unserer Homepage anschauen. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin.